Was geht ab, Leute? Mein Name ist Riders Chaos oder Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Man könnte jetzt denken, ich schauspiele hier verdammt krass und bin eigentlich gar nicht müde und schon seit Stunden wach, aber nein, tatsächlich nicht, denn aktuell ist es 7:50 Uhr und ich bin ungefähr 5:30 Uhr ins Bett gegangen, weil ich das Video noch fertig geschnitten habe. Um genau zu sein, das Q&A, was ihr vielleicht schon vor 1 oder 2 Wochen gesehen habt. Was haben wir heute vor? Ich erkläre es dann gleich. Ich muss erstmal aufstehen, duschen, frühstücken und dann erkläre ich euch, was der Plan ist. Also böse Zungen würden behaupten, dass sie dieses Intro schon mal in einem anderen Video gesehen haben, aber ich kann euch so wie sagen, das ist auf jeden Fall eine Lüge. Ich muss echt sagen, ich sehe noch ziemlich katastrophal aus, aber ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Ich habe echt Angst, dass ich das zeitlich nicht schaffe, denn was ist heute der Plan? Wir fahren tatsächlich nach Seifen. Ich weiß auch gar nicht so ganz, wo das liegt. Ich glaube, irgendwo in Sachsen. Und dort ist Rennen, um genau zu sein, DJM. Und da fährt Julius und Ken und noch ein paar andere, die ihr heute kennenlernen werdet. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe Bock. Keiner weiß, dass ich dort erscheine, außer die Person, die mich halt mit hinnimmt. Ich weiß auch wirklich nicht, was das heute wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht wirklich einfach nur ein Zusammenmix wird aus ganz, ganz vielen Clips, die irgendwie heute zusammengekommen sind. Es wird so ein richtiger Chaos-Vlog, wobei ich ehrlich gesagt echt nicht weiß, wie ich das Ganze deklarieren sollte, weil eigentlich ist es einfach nur ein Vlog, weil ich fahre ja nicht Motorrad. Andererseits geht es natürlich um Motorradfahren, deswegen könnte es auch ein MX-Vlog sein, aber es ist im Endeffekt auch scheißegal. Jedenfalls ziehe ich mich jetzt an und dann werden wir mal sehen, wo wir uns wiedersehen. So, ich bin endlich angezogen. Es ist echt nicht mehr viel Zeit. Ja, ansonsten, was gibt's groß zu sagen? Als ich den letzten MX-Vlog gedreht habe, ist mir eingefallen, dass es doch eigentlich auch eine coole Sache wäre, wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich nicht auf dem Motorrad sitze, einfach andere Leute filme. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so viele Leute, die gern irgendwie irgendwelche Clips von sich hätten oder sowas, aber niemand irgendwie sich dann hinstellt mit dem Handy und ein bisschen was filmt. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch vielleicht eine coole Alternative wäre. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, so eine Idee, die ich hatte. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Für mich ist es dann halt natürlich positiv, dass ich Videomaterial habe. Und vielleicht freut sich ja der ein oder andere von euch, dass er mal in einem YouTube-Video mit dabei ist. Auf jeden Fall wäre ich dazu auch auf Instagram morgen, also wenn ihr das Video jetzt zum Upload-Tag seht, also Sonntag, dann werde ich morgen gegen um 12 auf Instagram mal eine Umfrage dazu machen. Schaut also einfach mal gerne auf Instagram vorbei. Dort könnt ihr dann gerne mal abstimmen und dann werde ich das Ganze mal entscheiden, ob ich das vielleicht wirklich öfter mal machen sollte oder nicht. Boah, ansonsten gibt es noch irgendwas zu erzählen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, das wird heute wirklich echt ein wildes Video. Also ich meine, ihr habt jetzt noch die Chance, wieder wegzuklicken. Sonst kann ich echt für gar nichts mehr garantieren heute. Aber man muss ja auch mal so ein Video machen. Es kann ja nicht immer alles 12 aus 10 sein. Okay, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass sie da sind. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Jetzt kommt wieder ein krasses Autofahr-Edit und dann sehen wir uns wahrscheinlich dort wieder. Also bis gleich. Also angekommen sind wir auf jeden Fall, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Ich muss echt sagen, die Fahrt war sehr spannend. Also wir sind sehr viel Landstraße gefahren. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier auf einer heißen Spur. Denn hier war wirklich überall irgendwelcher Weihnachtskram. Sah aus, als wäre hier 24/7 Weihnachtsmarkt. Ich denke, hier wohnt der Weihnachtsmann. Ich bin mir sicher. Wie schon angesprochen, ich habe keine Ahnung, wie das heute hier abläuft. Hier und da ein paar Aufnahmen. Was das Beste versuchen rauszuholen. Mal schauen, wo Julius ist. Ich glaube, der könnte sogar gerade auf der Strecke unterwegs sein. Thomas haben wir ja schon getroffen, wie ihr gesehen habt. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn was Spannendes passiert. So, das erste Update. Also es ist jetzt freies Training durch. Ich muss echt sagen, es gibt so richtig Feeling von damals, als ich noch nicht selber gefahren bin. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann ich zuletzt bei einem Rennen war. Ich fühle mich halt wirklich echt genauso wie früher, dass ich mich an die Strecke gestellt habe und mich gefreut habe, dazu zu gucken. Wir laufen jetzt erstmal zu Jös, der ist nämlich gerade schon mal gefahren und dann schauen wir mal, was der so zu der Sache sagt. Alle da! Hi! Professionelles Tuning, wenn ich mir das hier so angucke. Na? Habt ihr jetzt schon wieder alles kaputt gemacht oder was? Na, wie bist du so zufrieden mit der Strecke? Die Strecke gefällt mir sehr gut. Auch gestern Abend nochmal komplett geschoben. Bist du nervös? Tja. Wirklich? Ja. Wie ist so mit Start hier? Ich bin Vierter bei uns. Dadurch, dass wir mit MX2 zusammenfahren, komme ich als Achter am Start. Ich stehe halt relativ weit außen. Wird eine spontane Sache auf jeden Fall. Ist jetzt ja auch nicht so gut mit Überholen, ja? Schon. Aber wenn du die Ideallinie fährst, wird es scheiße. Wenn einer irgendwie außen fährt oder so, dann bist du innen auf jeden Fall schneller. Aber wenn der halt innen fährt, dann wird es tricky. Überholen ist wirklich nicht so easy. Egal, Hauptsache Spaß haben und gesund wieder ankommen. Ich denke auch. Was sagst du so bisher? Die Strecke ist ganz gut. Arme nicht so gut. Wie wieder bist du? Zweiter. Und du beschwerst dich? Nur Zweiter. Ja, nur. Nicht nur.
aber ich bin mit mir unzufrieden. Ah. Gott, die Arme. Hast du Spaß trotzdem? Das ist natürlich schwierig dann. Die Arme nicht da sind, dann ist halt der Spaß nicht weiter. Ja, kann ich nachvollziehen. So, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, die ersten Wertungsläufe beginnen. Ich bin gespannt, was die drei reißen werden. Die fahren alle eigenständige Klassen, also nicht alle ein Rennen. Daher schauen wir mal, was bei rumkommt. Also würde ich sagen, ab geht's. Been a little too nice to y'all. Now I got a price to y'all. Snake eyes with dice to y'all. Shoulders on ice to y'all. A6 all the hay. I work in a bar today. Got lost in the bar today. I'm flipping the bars and flipping the all record, all record. I still count wins when they got it. All record. I let them take advantage of his wallet. All record deals. Tell them turn the collar for the phone. All record. I still want to act like the ghost. So, die ersten Rennen sind auf jeden Fall durch. Ich habe mit Julius gerade mal kurz geredet. Er ist nicht ganz so zufrieden. Es lief auf jeden Fall nicht so, wie er sich es vorgestellt hat. Wir kennen mal genau dasselbe Spiel. Der ist, glaube ich, in der ersten Runde direkt mal kurz abgeflogen. Dadurch war es ganz schwierig, wieder vorzukommen. Bei Stefan lief es richtig gut. Der ist, glaube ich, Erster geworden mit gut Abstand. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass ich denke, dass ich einen dicken Sonnenbrand habe, denn die Sonne ballert hier unfassbar sehr. Es geht ein kleines bisschen Wind, aber ansonsten ist hier echt ganz schön warm. Eine Ewigkeit später. Nachdem das erste Rennen ja jetzt nicht so gut lief, jedenfalls für Julius und Ken, kommt jetzt der zweite Wertungslauf. Ich bin sehr gespannt. Stefan fährt jetzt als Erstes und der kommt auch gerade auch tatsächlich, wie ich sehe. Ich bin gespannt, was jetzt bei rumkommt. Ich hoffe, es läuft jetzt besser für alle drei und nicht nur für Stefan. Also schauen wir mal, was wird. Jetzt gerade immer um die Strecke rum. Hier unten war ich tatsächlich noch gar nicht. Also hier oben ist die komplette Strecke. Ist echt lang, also Rundenzeiten von 2 Minuten teilweise. Luis fährt gerade den zweiten Lauf. Ken ist auch gerade gefahren. Er hat wieder extrem harte Arme gehabt. Dadurch ging es nicht so gut voran. Stefan hat seinen Lauf gewonnen, also sehr, sehr strong. Mal sehen, wie es jetzt bei Luis wird. Der ist auch eher aktuell im Mittelfeld. Aber das Rennen hat gerade erst angefangen. Es ist noch viel Zeit, also mal schauen.
heute runde Steine. So, aber strong. Danke, Mann. Und? Was ist das Fazit des Tages? So gut, gerne wieder. Ja, sehr trocken, aber gut. Drei beschissene Starts. Speed ist eigentlich da, aber Starts haben alles verloren. Bist du aber trotzdem zufrieden? Ja, oder? Ja, also nach dem ersten Rennen war Laune am Tiefpunkt, wie schon lange nicht mehr. Aber das zweite Rennen war okay. Aber einen besseren Start gehabt, habe zu lange stehen lassen. Konnte nicht mehr bremsen in der ersten Kurve, bin übelst weit rausgetrieben. Also sind vier oder fünf Mann vorbei. In der zweiten Kurve war ich dann wieder innen, dann sind noch mehr vorbei. Aber ja, egal, ist halt so. Und dann bin ich aber noch vier, fünf Mann vor. Ich müsste jetzt insgesamt Fünfter gewesen sein. Es wäre mehr möglich gewesen, aber es war einfach zu dumm zum Start. Und es ist auch nicht schlimm, weil wir stehen hier gesund da, haben Spaß gehabt. Den hat fette Wheelies gezogen. Yeah! Oh, Alter! Nee, alles gut, war ein geiles Wochenende. Pelzer natürlich, Doppelsieg. Legende. Legende. So, verabschiedet haben wir uns jetzt von allen, denn für uns geht's jetzt nach Hause. Es ist aber auch echt Zeit, denn es ist mittlerweile 18 Uhr. Aber darüber reden wir später nochmal, wenn ich zu Hause bin. Also dann, bis gleich. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich muss sagen, ich bin wirklich komplett fertig. Ich meine, man sollte solche Ausflüge vielleicht auch nicht unbedingt machen, wenn man nur 3 Stunden Schlaf hatte. Problem ist, ich habe halt pro Rennen so ungefähr immer 7, 8 mögliche Shots, die ich machen kann. Und wenn ich die halt nicht ordentlich hinbekomme, dann war's das halt für das Rennen. Daher bin ich die ganze Zeit echt eigentlich nur rumgekommen. Ich hoffe, die Edits waren aber trotzdem ganz gut. Der Rest des Videos war halt wirklich einfach so ein bisschen zusammenhangslos, würde ich sagen. Es gab nicht so eine richtige Linie durch das Video, aber das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass es wahrscheinlich so werden wird. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega. Ich habe ja schon gesagt, als wir dort angekommen sind, dass es sich echt so anfühlt wie damals, als ich unbedingt Motorrad fahren wollte, aber einfach noch nicht die Möglichkeiten hatte. Und so ein bisschen Motivation hat es vielleicht auch gegeben, dass ich doch dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Rennen mitfahre. Mal schauen, mal schauen. Es ist zwar draußen noch mega hell, aber ich werde, glaube ich, jetzt wirklich trotzdem ins Bett gehen. Dieser Schlaf fehlt einfach immens. Deswegen beende ich jetzt hier an der Stelle das Video. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin geschaut habt, dass ihr euch dieses Chaos angetan habt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder pünktlich um 12 zu einem neuen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video tatsächlich gefallen hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Checkt natürlich auch meine Social Medias ab, aber jetzt habe ich schon wirklich genug geredet. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder pünktlich um 12. Also dann Leute, macht's gut und ciao. Du bist zu groß. Auf!